Einen wunderschönen. Guten Abend. Genau, guten Abend, denn es ist schon dunkel. Ich sitze zwar nicht wirklich, weil... Ja, es ist halt künstliches Licht, aber passt schon. Künstliches Licht, Wir sind jetzt angekommen, unserem nächsten Halt. Wir haben ein schönes Zimmer in einem schönen kleinen Hotel und da war ein alter Mann, der uns begrüßt hat. Ich fand ihn so goldig schon wieder. Das war so klar. Rosalie sieht einen alten Mann und schon. Also der war putzig. Der kann man. Das ist gleich so, kann so. Aber komm doch schon. Das war wirklich so. Moment, so. So. So kann man. Genau so kann man. Man hat uns gefragt, woher wir kommen. Wir haben natürlich geantwortet. Ja, also wunderschönes. Also ist schon cool irgendwie. Aber ja. Gibt es noch was zu erzählen? Für heute? Für heute nicht. Für heute nicht. Wir gehen noch was essen. Ansonsten, genau, was auch sonst. Wo wir sind, verraten wir auch morgen. Genau. Und was sich hinter diesem Vorhang verbirgt, seht ihr, wenn ihr gleich... dran bleibt. Ja, genau. Weil ich denke, beim Hellen ist es noch ein bisschen schöner. Wirkt das mehr. Also der Vorhang lohnt sich da. Im Dunkeln ist es schon sehr schön, aber ich glaube, im Hellen ist es noch schöner. Ja, ja. Also wir sehen uns ja dann morgen. Bis morgen. Bis morgen. Morgen. Guten Morgen. Wie ihr vor ein paar Sekunden gesehen habt, haben wir gesagt... Es lohnt sich? Wir sind übrigens in Delphi. Achso, stimmt, das solltest du ja vorher noch sagen. Wir sind in Delphi angekommen und ich glaube, den meisten Leuten sagt Delphi was, wegen dem Orakel von Delphi. Ja. Dazu gibt es noch ein paar mehr Geschichten nachher. Und wir wollten euch noch den Ausblick zeigen, weil der ist wirklich schön und den seht ihr jetzt. Also ihr seht jetzt hier vorne eine Stadt, das müsste Itea sein und das Wasser, das ist der Golf von Korinth. Ja, und eben das hier unten ist Delphi. Und es ist sehr schön. Also gestern war es noch ein bisschen schöner, da war es irgendwie noch klarer und mehr Sonnenschein, aber es hat heute Nacht schon ganz schön geregnet. Genau, und schön gedonnert. Schön gedonnert auch. Und jetzt gehen wir los. Jo. Delphi war übrigens lange Zeit Mittelpunkt der Welt. Und zwar in der Mythologie hat Zeus zwei Adler losgelassen, jeweils vom einen Ende zum anderen Ende, also von den Enden der Welt. Und die haben sie dann in Delphi getroffen und dann haben die Griechen gesagt, oh, das ist der Mittelpunkt der Welt. Deswegen war Delphi lange Zeit Mittelpunkt der Welt. Cool. Wollte ich noch dazu sagen. Cool. Ich wollte euch noch erzählen, warum es hier mich gibt, nein. Weissagungen gab. Und zwar, Gaia ist ja die Erdmutter, das ist so die Göttin der Erde, die hat sich verbunden mit dem Schlamm, der übrig geblieben ist nach dem goldenen Zeitalter und hat dann eine geflügelte Schlange geboren namens Python und die hatte so Weissagungskräfte. So, die konnte eben weissagen und dann hat eine Enkelin von Gaia, das ist die Hera gewesen, das ist die Frau von Zeus, die war eifersüchtig auf eine von den Geliebten von Zeus. Und zwar hat ihr Gaia einmal prophezeit, dass die Geliebte zwei Kinder, also zwei Söhne gebären würde und die würden mächtiger werden als alle ihre Kinder. Und darauf war sie dann eifersüchtig und hat dann die geflügelte Schlange geschickt, um sie zu fressen. Das hat Zeus aber im letzten Moment dann vereitelt. Und diese Frau hat dann Artemis und Apollo geboren. Und Apollo hat dann daraufhin diese Schlange getötet. Und das Blut ist dann in Delphi eingesickert. Und dann hat dieser ganze Ort eben die Weissagungskraft bekommen durch das Blut dieser Schlange. Und so ist dieser Ort dann quasi so geworden. Entstanden, genau. Damit ich auch noch was gesagt habe. Ja. Und eben das alles hier ist dann in Apollos Macht übergegangen und nicht mehr in Gaias Macht gewesen, weil er eben dafür gesorgt hat, dass das zu so einem Weissagungsplatz wird. Deswegen gibt es auch hier den Apollo-Tempel.
Wir sind jetzt noch also raus aus dem Orakel von Delphi, das kostet 6 Euro pro Person. Mhm, genau. Völlig okay. Doch was passiert, was Rosalie euch unbedingt erzählen möchte? Wir haben festgestellt, Tripods, also Kamerastative, sind nicht erlaubt. Wir waren oben, wir haben ein Foto von uns gemacht mit Selbstauslöser, weil, ne, wie ich glaube, die meisten kennen es, die meisten machen einfach scheiß Fotos von einem. So, und dann mache ich lieber selber die Bilder von mir, damit ich dann Fotos habe, die ich auch gerne hätte. Wir waren noch vor einer Truppe oder eine Gruppe Rentner, deswegen dachte ich, machen wir schnell das Foto. Genau. Hat den Rucksack schnell hingeworfen und dachte mir so, schnell zurück. Und dann ein Foto gemacht und dann habe ich sie nicht verstanden, was sie gesagt hat. Ich dachte schon, ich war zu schnell, dass es nicht so aussieht, als ob ich springe oder so. Dann brüllte eine Frau von oben runter, no tripods! Und wir beide so, oh Gott, okay. Dann haben wir das Ding weggepackt. Dann habe ich unten gefragt, warum denn die Dinger nicht mehr erlaubt sind. Und zwar sind die Teile nicht erlaubt seit Juli diesen Jahres. Und zwar haben sie sich dann gedacht, jeder, der ein Stativ benutzt, der macht professionell Fotos und deswegen sind die nicht mehr erlaubt. Also seid so professionell wie wir. So, wir sind jetzt im Museum. Das ist im Preis mit inbegriffen bei den 6 Euro für die Ruinen oben. Und ja, jetzt gucken wir uns das Ganze mal an. Vorne stand eine Statue, eine Skulptur aus Zigarettenstummeln, was ganz eklig war. War widerlich, genau. Wir haben uns erst für draußen alles entschlossen. Das, weil was wir eben nicht wussten, ob es regnet oder genau, nicht. Genau, wegen dem Wetter, weil jetzt ist die Sonne draußen und dann, genau, wenn es regnen sollte, haben wir gedacht, gehen wir einfach rein. Genau. So, jetzt seht ihr was hier vom Museum. Das ist übrigens eine von diesen Zigarettenstatuen, die wir vorhin gemeint haben. Ja, also, ne? Kunst halt. Draußen? Das war's mit dem Museum? Ja, also ganz okay, nur das, wie gesagt, das mit den Zigaretten. Ja, das, ne? Ja, gut. Ist halt mal was anderes. Ja, nach dem Motto, ist das Kunst oder kann das weg halt, ne? Ja. Also, ja, ich fand auch die Räumlichkeiten sehr, sehr, sehr gut aufgebaut. Es ist schön groß und sehr weitläufig, schlicht gehalten. Das ist nicht zu überladen. Ja. Du hast auch einfach wirklich genug Tafeln zum Lesen, wenn du willst. Mir stehen manchmal ein bisschen zu viel Sachen zum Lesen drauf. Und das hat 3 verschiedene Sprachen. Du musst ja 3 verschiedene Sprachen lernen. Ach so. Oh, umsonst Spanisch gelernt. Ja. Das andere war doch nicht Spanisch. Manchmal schon, glaube ich, oder? Nee. Egal. Auf jeden Fall. Das war's jetzt erstmal. Wir gehen jetzt ins Dorf, in die Stadt, Dorfstadt hin und was machen wir? Essen. Gehen was essen. Er wollte auch nach Postkarten gucken. Ja. Dann mal schauen, ne? Wir sind noch mal kurz weitergefahren nach Itea, weil Robert gemeint hat, lass uns noch mal kurz hinfahren. Ja, das hier ist der Golf von Korinth, hier überall. So. Ja. Ja, also wie gesagt, ihr habt ja die Aussicht gesehen vom Hotelzimmer. Und da habe ich gedacht, lass einfach, wenn schönes Wetter heute noch ist, lass runterfahren an den Strand. Ja. Und, Robert konnte ein paar Steine schmeißen, das war aber gut. Ich mag das. Genau, wir wurden angequatscht von dem Griechen da hinten. Aber ich weiß nicht genau, was er uns erklären wollte. Er wollte irgendwie erklären, wegen dem Foto ist besser von da nach da, glaube ich. Ich glaube, wegen der Sonne wollte er uns erklären, ich mache falsch Fotos. Und dachte so, okay, danke. Ja, du kannst dir ruhig mal was sagen lassen. Oh. Ja. Ja. Wo es hingeht im nächsten Video, das werden wir noch nicht verraten. Genau. Das seht ihr dann wahrscheinlich dort im Thumbnail des nächsten Videos. Denke ich auch. Realistisch. Und dann erstmal Dankeschön fürs Zugucken. Danke. Wenn ihr wollt, bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Tschüss. Tschüss.